Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Diesmal mit Part 9. Oder wir sind schon im Part 9. Wir haben letzte Runde das Serum geholt. Wir können das vielleicht noch vorher prüfen. Vielleicht steht da was Böses drauf. Für eine Dosis. Na super. Ja, und geben wir es jetzt unserem Kollegen hier, dessen Namen ich gar nicht weiß oder vergessen habe, weil ich einfach zu doof bin manchmal. So. Da liegt Kaulkraut. Wo ist jetzt die Schnepfe hin? Ach Gott, diese Schnepfe. Eigentlich müsste ich ihn ja erschießen oder so. Bridget ist bereits tot. Hätte sie das Serum doch noch rechtzeitig geholt. Ach, halt die Fresse. Hätte die Schnepfe das geholt. Du weißt ja, wo es liegt. Hätte sie das schon vor einer halben Stunde holen können. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Geht ruhig weiter. Was sagt denn meine legendäre Karte? Geht hoch, wo es nicht durchgeht bis jetzt und nach links. Dann gehen wir mal nach links. Dann gehen wir das Ganze. So, mal umfallen. Nein, dafür will ich jetzt nicht mein Teil. Ich habe das noch gar nicht gedrückt. Alter, fick dich. Voll die Verschwendung. Oh Mann! Verschwendeter Idiot. Erste-Hilfe-Spray. Flackerndes Licht. Jetzt kriege ich mich schon gerade wieder auf eine Blendgranate. Noch schlimmer. Ach, ja, dann ist sie auch schon ausgerüstet, Blendgranate. Warum auch immer. Flackerndes Licht. Gehen wir mal durch diese Tür. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, Gott. Munition. Munition ist gut. Nix, nix. Es ist hier dunkel drin. Was ist das für ein Raum? Ah, das ist doch mal ein weicher... Alter. Weicher Tipp. Oh, kann ich mehr sehen. Shotgun-Munition. Die lassen wir noch liegen, falls wir irgendwas finden, was ich wirklich brauche. Aber nur das, was ich wirklich brauche. Shotgun-Munition, okay. Okay, okay. Sonst nichts da, das ist ja furchtbar. Echt, nehmen sie nicht mit. Liga da liegen. Wenn ich den Schrank verschiebe. Ah. Das war die falsche Richtung. Jetzt sind wir auf die andere Seite. Gott sei Dank. Ach, erschreck mich nicht! Oh! Okay. Ein Notenblatt? Prüfen. Notenblatt. Ja, das dachte ich mir. Der Anfang und das Ende der Musik fehlen. Okay. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wo das Klavier stand. Das Klavier. Wo stand denn das Klavier? Tür ist verschlossen. Ein Schildsymbol. Okay. Jetzt müssen wir bestimmt das Notenblatt mitnehmen. Wo stand das denn? Ups. Oh, hat überhaupt nichts verbraucht am Schuss. Arschloch. Gibt es was zum Heilen? Wir haben keinen Platz und haben noch ein Serum. Wahrscheinlich wurde die Schnepfe jetzt auch noch gebissen. Wenn wir sie irgendwann mal treffen sollten. Oh Gott, diese Nase. Hackt's mal bitte ab. Dann bin ich Lord Voldemort. So, auf jeden Fall will ich dann zur Karte gehen und überlegen. Räume sind noch gar nicht abgeschlossen, okay.
So, wo war das Klavier? Ich glaube, es war unten. Kann das sein? Überlegen. Im einen Raum war der Löwenkopf. Da sind noch zwei Räume, wo noch nicht abgeklärt sind, komplett. Okay. Das Klavier drin. Das letzte Wochen ist plötzlich abends genommen. Okay. Mal machen. Wir hier. Wir können erstmal gucken, ob wir die Notenblätter überhaupt zusammenfügen. Und dann suchen wir das Klavier. Raum mit dem Klavier, fertig. Ich weiß aber gerade echt nicht, wo das war. Ist auf der rechten oder auf der linken Seite? Ich gehe mal auf der rechten Seite erstmal aus. Was ist das Serum? Das würde ich schon gern mitnehmen. Irgendwie das Gefühl, das brauchen wir. Wo ist jetzt unser. Notenblatt. Es trägt den Titel Mondscheinsonate. Mondscheinsonate. Okay. Langsam würde ich immer mehr mitnehmen wollen. Ich nehme mich fast in den Schmuckkasten mitnehmen. Sagt Mondscheinsonate. Da ist ein Mond drauf. Suchen wir mal den Raum. Mit dem Klavier. Ne, nicht mehr in die Richtung, dann gehen wir erstmal hier. Gucken einfach hier rein. Wir gucken nicht da rein, wir gehen einfach einmal außen rum. Obwohl ich meine, das war so ein Sackgassenraum. Das Piano. Karte. Was sagt die Karte? Das ist ein Sackgassenraum. Gibt es. Aber da waren wir schon drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier hinten ist. Also, da seid ihr zwei ein- und ausgegangen. Oje, oje. Und war das Piano-Raum? Nein, natürlich nicht. War die Botanik, genau. Auf das Tagebuch, ja. So, dann gehen wir noch auf die Karte gucken und ich überlege mal, in welchem Raum das gewesen sein könnte. Das wäre eigentlich ziemlich sinnvoll, dass es dieser da war. Also, ich sehe das jetzt nicht. Das war sogar im Erdgeschoss. Okay. Probieren wir es. Müsste der gewesen sein. Ich weiß nicht, die Raumaufteilung angeguckt habe. Muss ich nochmal da durch. Ich ja nicht unten rum zurück kann. Unten rum zurück. Haha. So willst du den Flachwitz. Und ich war noch nicht mal Witz und noch nicht witzig und ach. Ach, hört mir doch auf. Ich weiß ja schon fast gar nicht mehr, was ich reden soll. Schreibt ja auch nie was in die Kommentare. So würde ich zumindest ein Thema haben. Für was ich labern soll. Mano. So. Also rede ich einfach nur über das Spiel und was so passiert. Und hier passiert gerade einfach gar nichts. Außer, dass ich eine Knarre in der Hand halte. Yay! Ja, nimmt auch auf. Sehr schön. Hab mal geguckt, so in 10 Minuten noch das überhaupt mal aufnimmt. So. Muss man auch noch irgendwas machen in diesem Raum? Weil hier ist zwei Ritter im Kampf. Ja. Das wird wahrscheinlich später noch. Dann gehen wir jetzt durch die Tür und hoffen, dass ich diesen Piano-Raum finde. Ob wir jetzt wirklich angegriffen werden von irgendwelchen Zombies? Ja, werden wir. Und das ist noch so hässlich mit den Krallen, die viel mehr Schaden machen. Verdient. So. Das war aber nicht der Raum, wo ich rein wollte, oder?
Nee, ich glaube nicht. Toll. Na toll. Das macht er automatisch. Sehr schön. Kriegt davon Schaden? Ah, ich muss erst draufschießen. Okay. So, von wo kam ich jetzt? Von da. Ah, dann müssen wir aber diesen lästigen, schnellen Dreckszombie erstmal zurechtkommen. Was? Ich wollte gerade sagen. Mann, jetzt habe ich noch einen Schuss verschwendet. Arschloch, Fotze, Hure, was auch immer. Nein, wir werden hier nicht vulgär. Nein, nein, hier nicht. Nicht auf diesem Kanal. Ach, halte doch die Klappe. Ich habe zumindest das Klavier gefunden. Me, Chris. You okay? Yes, I'm okay. Can't grieve forever. This is the Moonlight Sonata. Can you play? What was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Natürlich, man hat in so einer Situation nichts Besseres zu tun, als Klavier zu spielen. Ist völlig geübt. Okay. Ach, das ist übrigens Rebecca, woher ich das wissen sollte. Keine Ahnung. Moment, Moment. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Das habe ich schon eins und eins versucht zusammenzuzählen. Mal gucken, ob ich das jetzt auch hinkriege. Verwenden. Ich meine ja auch. Prüfen. Yep. Das war wahrscheinlich noch nicht aktivieren, ne? Das kann ich auch schon vorher aktivieren. Ich jetzt aber dann die Herzzeiten machen. Okay. Eine Tussmaske ohne Augen, Nase oder Mund. Fertig. Ich hab mein Item, was ich wollte und danke. Ja, dann übt immer noch eine Stunde Klavier. Ja, weil, genau. Deswegen konnte ich leicht herausfinden, was was ist. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt? Ich wollte durch die Tür latschen. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück in die Gruft des Verderbens. Allerdings überrascht, wie lange ich einfach überlebe, ohne mich großartig zu heilen. Also klar habe ich mich schon ein, zwei Mal geheilt, aber es hält sich noch in Grenzen. Oder? Und jetzt lassen wir einfach Rebecca die ganze Zeit Klavier spielen. Das macht auch überhaupt keine Aufmerksamkeit. Das ist überhaupt gar kein Problem. Die Zombies interessieren, das ist ein Scheißdreck. Was wir da machen. Ich wundere es ja, dass hier noch nicht ein Zombie erschienen ist. Ich bin auch mal gespannt, was jetzt in der Gruft abgeht. Eigentlich will ich schon mir gerne die Shotgun holen, so ein bisschen. Jetzt Hunde oder was angreifen? Würde mich eigentlich auch nicht wundern. Das hat echt was Beklemmendes hier, diese Gruft.
nachgeladen? Ja. Was war das ohne Nase, Augen? Ist okay. Welche war das denn? Die hier? Das ist doch die hier, ne? Ja. Genau. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. So, die Frage ist jetzt, haben wir wieder einen freien Inventarplatz. Das ist sehr schön. Die Frage ist jetzt eher, was müssen wir als nächstes machen? Fragen über Fragen über Fragen. So, wir gucken nochmal auf die Karte. Haben wir da oben jetzt schon versucht drin oder nicht? Da hinten ging es nicht rein. Da mein Helmschlüssel. Da ging es nicht hoch. Das habe ich noch nicht probiert. Echt schade, dass ich nicht so mit dem Finger zeigen kann. Das war immer noch nicht der letzte Rüstungsschlüssel, okay. Also nochmal irgendwo. Schade, ich habe gehofft, wir kriegen einen freien Inventarplatz. Gefällt dieses Setting hier schon wieder nicht. Munition gefällt mir aber schon mehr. Der Wintergarten gefällt mir gar nicht. Oder nennt man das Wintergarten? Eine Art Garten ist es ja. Die Pflanze hat unter Witterungseinflüssen gelitten. Das ist eine gute Frage. Halt, ich wollte es doch ausrüsten. Was denn so zerrissen hat. Aha, er hat ins Gras gebissen. Greift uns auch bestimmt zum Schluss an. Er greift uns jetzt an. Okay. Jetzt, wenn ich was mitnehmen kann, nehmen wir es mal mit, ne? Sonst ist hier nichts. Das interessiert ihn auch nicht. Da saß dann bestimmt auf irgendwas drauf, oder? Nee. Du willst doch nicht sagen, dass hier gar nichts ist. Anscheinend schon. Wegen zwei Heilkräutern konnte ich hier jetzt raus. Ich sag ja gerade nochmal alles ab. Scheint aber so der Fall zu sein. Haben wir nachgeladen? Nö. Seltsam. Blattpflanze. Ja, die Blattpflanze. Ja, ja. Ja, das hast du schon mal gesagt. Das ist echt seltsam. War noch kein Videoabspielgerät gefunden, oder? Okay, also gerade Karte gucken hat schon mal funktioniert. Da ist immer noch was, wo wir gerade eben waren. Ist immer noch rot. Schon mal seitdem wieder. Auf einen Helmschlüssel meine ich. Erst Untergeschoss. Was ist die Küche?
Das war... Da, da. Oh, da ist dann zur Küche. Da gab es eine weitere Tür. Ich habe die nicht gesehen. Mal zur Küche, würde ich sagen. Oder habe ich die gesehen und da war nichts? Aber ich glaube, wir werden das erst in der nächsten Folge herausfinden, was da war. Falls da was war. Also würde ich sagen, bis dahin, in diesem Uhrenraum. Tüdelü.